knapp, ihr stinkenden Stinker. Wir schauen uns heute 20 ungelöste, gruselige Geheimnisse und Vorfälle von Flugzeugen, also der Luftfahrt an, Alter. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da schaffen wir 555 Likes für Flugzeuge heute. Bro, seltsamste Like-Anfrage der Welt. Die Flugzeuge da draußen werden sich freuen. Dieses Video liken, falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort, denn ansonsten werdet ihr morgen als Flugzeug aufwachen. Was? Hey, willkommen zu einem neuen Video. Moin. Seit vielen Jahren bietet uns die Luftfahrtindustrie die Möglichkeit, die Welt zu erkunden und zu verbinden. Inmitten dieses Fortschritts und der technischen Errungenschaften sind jedoch auch einige Rätsel aufgetaucht, die bis heute ungelöst geblieben sind. Ja. Vom unerklärlichen Verschwinden bis hin zu ungewöhnlichen Sichtungen. Heute zeigen wir euch 20 Mysterien der Luftfahrt, die immer noch ungelöst sind. Boah, okay, Bro, ich bin gespannt, weil es gibt ja einige so Bermuda-Dreieck verlorene irgendwie so Flugzeuge und die vermisst gegangen sind und so. Und dann irgendwie auch welche, die abgestürzt sind, aber nie gefunden wurden. Sehr interessant. Ich habe richtig Schiss vorm Fliegen, also ich fühle mich da sehr, sehr unwohl. Deswegen ist das Video eigentlich gar nichts für mich, Bruder. Wieso schaue ich das an? Zeichneten Übertragungen zufolge meldeten die Besatzungs... landtätigen Fluggesellschaften. Der letzte aufgezeichnete Funkspruch des Flugzeugs war ein Notruf des Kapitäns, der Mayday rief. Was genau an diesem Tag geschah, bleibt jedoch unklar. Checkt meine Säule ab! Nummer 10. Wir gehen rein, Platz 10. Auf geht's, Baby. Angola 727 bezieht sich auf das mysteriöse Verschwinden einer Boeing 727 auf einem Flug von Angola nach Elfenbeinküste am 25. Mai 2003. Das Flugzeug hatte berichten zuvor... Wo ist Angola, Digga? Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das klingt wie so Cola, Fanta und eine Angola. Folge, eine Ladung Diamanten an Bord. Es heißt, das Flugzeug sei über Angola vom Radar verschwunden und die Untersuchung des Vorfalls wurde durch die Tatsache behindert, dass das Flugzeug einem privaten Unternehmen gehörte. Oh. Das Fehlen von Informationen über die Ladung und die Passagiere an Bord erschwerte es genau zu bestimmen, was mit dem Flugzeug geschah. Oh. Eine der bekanntesten Theorien über das Verschwinden der Angola 727 ist, dass das Flugzeug in illegale Aktivitäten verwickelt war. Möglicherweise im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Diamanten oder anderen wertvollen Gütern. Das Fehlen von Informationen über die Fracht und die Passagiere an Bord hat Spekulationen genährt, dass das Flugzeug von kriminellen Organisationen umgeleitet worden sein könnte. Eine andere Theorie besagt, dass das Flugzeug möglicherweise von militärischen Kräften abgefangen wurde. Das Ding ist ja so, im Luftverkehr kannst du nicht ganz einfach, so wie wenn du jetzt am Erdboden irgendwas verschwinden lässt. So, das geht ja nicht so leicht, oder? Das ist ja ein Flugzeug, Bro. Das kannst du ja überall tracken und so, oder? Kann das einfach verloren gehen und die können das so schnell auf die Seite wischen und so weg. Niemand sieht das je wieder. Angola hat eine lange Geschichte von Bürgerkriegen und politischer Instabilität. Und es gab in der Vergangenheit Berichte über das Abfangen ziviler Flugzeuge durch Militärflugzeuge. Boah, schwierig. Nummer 9. Also vor allem, wenn da Diamanten und sowas drin sind, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach weggesnackt wird, ne? Oh. Flug 9, Eastern Airlines Flug 980, war auf dem Weg von Asunción, Paraguay nach Miami, Florida, mit einer Zwischenlandung in La Paz, Bolivien. Am 1. Januar 1985 stürzte das Flugzeug in den Berg Illimani, einen Gipfel in den Anden, in einer Höhe von 6400 Metern. Das Flugzeug befand sich in einer abgelegenen und zerklüfteten Gegend des Berges, sodass es für Such- und Rettungsteams schwierig war, die Stelle zu erreichen und die Überreste zu bergen. Krass. Aber hier ist der merkwürdige Teil, der die Menschen beunruhigt. Der Flugschreiber wurde nie gefunden und die genaue Ursache des Unglücks bleibt ein Rätsel. Die letzte Kommunikation von Eastern Airlines, Flug 980, war ein Funkspruch aus dem Cockpit an die Flugsicherung in La Paz. Der Funkspruch war in spanischer Sprache und wies darauf hin, dass sich das Flugzeug im Sinkflug befand und dass es ein Höhenproblem gab. Wow. Auf diesen Funkspruch folgte eine Zeit der Stille und dann das Geräusch des Aufpralls des Flugzeugs auf den Berg. Boah, Digga, Alter, das sind, also wenn du das hörst, ne, das sind Dinge, glaube ich, die unglaublich schlimm, ne? Wenn du einfach so die letzten, also wenn du die Person bist, die als letztes mit diesem Flugzeug spricht, auch über den Funk oder so, boah, Junge. Nummer 8. Ah, Flugzeuge, ne? Schon krass, Mann. Am 16. Mai 1962 verschwand Flug 739 der Flying Tiger Line während eines Fluges über dem westlichen Pazifik. Es handelte sich um einen Militärflug, der amerikanische Soldaten und ihre Familien von Kalifornien nach Vietnam mit einem Zwischenstopp in Guam brachte. Okay. Der Flug wurde von der Flying Tiger Line durchgeführt, einer zivilen Fluggesellschaft, die auf Militärflüge spezialisiert war. Der Flug machte eine planmäßige Zwischenlandung in Guam und sollte dann zu den Philippinen weiterfliegen, aber das Flugzeug kam nie an seinem Ziel an. Es wurden umfangreiche Suchaktionen mit Flugzeugen, Schiffen und sogar U-Booten durchgeführt, aber es wurde kein einziges Wrackteil gefunden. Die Theorien über das Verschwinden des Flugzeugs reichen von Entführung über Sabotage bis hin zu möglichen UFO-Aktivitäten.
Aber wie entführt man ein Flugzeug? Ich check das nicht, Bro. Du kannst ja nicht einfach sagen, halt, stopp, Flugzeug, komm jetzt mit. Und dann fliegt der so mit dir mit, Alter. Also wie tut man das machen? Wie bekommt man das hin? Der letzte Funkspruch von Flug 739 war ein routinemäßiger Funkspruch an die Flugverkehrskontrolle kurz nach dem Start in Guam. Ja. Darin bestätigte der Flugingenieur, dass das Flugzeug seine Reiseflughöhe erreicht habe und an Bord alles normal sei. Was denkt ihr? Was könnte da passiert sein? Boah. Aliens, ich sag... Bro, ich sag, es tut mir leid, dass ich die Person bin, die das sagen muss, aber Aliens, verdammt nochmal, die Aliens haben uns abgehoben. Piu, aufgesaugt und weg da, meine Damen und Herren. Ich hab keine Ahnung, Bro, ich kann sie nicht erklären. Nummer 7. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung, ich kann sie nicht erklären. Frederick Valentich war ein australischer Pilot. Schon ein Frecher, Digga, wir schauen uns ein Video an und die fragen uns, was denkt ihr, Alter? Wahrscheinlich kann ich's erklären, oder? Am 20. Oktober 1978, während eines Fluges über der Bass Strait im Südosten Australiens verschwand. Ja. Frederick flog mit einem Leichtflugzeug vom Flughafen Moorabbin in Melbourne nach King Island in Tasmanien, als er berichtete, ein nicht identifiziertes Flugobjekt über seinem Flugzeug schweben zu sehen. Sind wir wieder beim Thema UFOs. Funksprüchen zufolge war das Objekt metallisch und hatte ein grünes Licht. Da sind wir wieder aufgesaugt von den Er berichtete, dass das Objekt ihn verfolgte und dass er ein Triebwerksproblem zu scheinen hatte. Frederiks letzter Funkspruch bestand aus einer Reihe von metallischen, schabenden Geräuschen, gefolgt von Stille. Einige Experten vermuten, dass er sich bei schlechtem Wetter verirrt haben könnte und einfach ins Meer gestürzt ist. Ja, andere glauben wiederum, dass er auf ein UFO oder ein anderes unerklärliches Phänomen gestoßen sein könnte, wodurch er die Kontrolle über das Flugzeug verlor. Einige vermuten sogar, dass Frederick sein eigenes Verschwinden inszeniert hat. Oh, Frederick! Zum Beispiel persönlichen Problemen. Der Frederick spielt schon wieder einen Streich an uns alle und bringt sich da einfach selber ein bisschen hier weg da. Zuerst gehen. Mensch! Frederik Schell. Nummer 6. Mit dem Platz Nummer 6 geht's weiter jetzt, aber... Am 2. August 1947 verschwand ein Flugzeug der British South... Bro, ich mach manchmal Sachen und ich weiß nicht wieso. Ich hab keine Ahnung, warum ich mir gerade. Ist ja egal. American Airways, während eines Fluges über den Anden in Südamerika. Die Maschine war auf dem Weg von Buenos Aires, Argentinien nach Santiago, Chile. Trotz der Bemühungen der argentinischen und der chilenischen Regierung wurde nie eine Spur des Flugzeugs oder der 11 Passagiere und Besatzungsmitglieder gefunden. Aber wieso nur einer 11? Der ungewöhnlichsten Aspekte des Verschwindens ist eine kryptische Nachricht, die kurz vor dem Verschwinden des Flugzeugs empfangen wurde. Okay, sagt die Nachricht. Die Nachricht, die im Morsecode übermittelt wurde, lautete STENDEC. Die Bedeutung dieser Nachricht wurde nie vollständig geklärt und hat Anlass zu zahlreichen Theorien und Spekulationen gegeben. Einige vermuten, dass es sich bei STENDEC um ein Codewort oder ein Notsignal gehandelt haben könnte, während andere glauben, dass es sich um einen Fehler oder eine Fehlfunktion in der Funkausrüstung handelt. Ein weiterer ungewöhnlicher Aspekt des Verschwindens ist die Tatsache, dass keine Wrackteile oder Trümmer des Flugzeugs jemals gefunden wurden. Stendek. An was erinnert euch das Wort Stendek? Richtig, Alter. An Stendek. Was denkt ihr, was STENDEC bedeutet? Stendek. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Boah, hab keine Ahnung. Schreibt einfach mal Nummer alle jetzt 5. in die Kommentare Stendek, um alle zu verwirren. Ich will, dass jeder Einzelne, der dieses Video jetzt gerade noch schaut, schreibt einfach mal. Wisst ihr, wie lustig das ist, wenn jeder mitmacht? 500 Kommentare. Stendek, 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 Stendek. Wenn irgendwer Neues auf dieses Video klickt, der checkt gar nichts, Bruder. Mach mal alle, Digga. Bitte mach mal jeder mit. Lass mal ein bisschen Prank machen. Bro, das wäre so lustig, wenn ihr alle mitmacht. Bruder, bitte. Flug 914 bitte. Ist ein Flug, der auf mysteriöse Weise verschwand so und geil. Später wieder auftauchte. Am 2. Juli 1955 startete das Flugzeug in New York und war auf dem Weg nach Miami. Das Flugzeug verschwand jedoch vom Radar und galt als vermisst. Um das Rätsel noch größer zu machen, tauchte das Flugzeug 37 Jahre später wieder auf und landete auf dem Flughafen von Caracas in Venezuela. Ist das diese Manifest-Serie? Da gibt es doch so eine Serie auf Netflix oder so. Venezuela. Der Geschichte zufolge waren die Besatzung und die Passagiere noch am Leben und waren gar nicht gealtert. Was? Doch was während des Verschwindens geschah und wo sich das Flugzeug in der Zwischenzeit befand, bleibt bis heute ein Rätsel. Es wurden mehrere Theorien aufgestellt, um das Rätsel des Pan-Am-Flugs 914 zu erklären. Eine Theorie besagt, dass das Flugzeug in einen Fall von Zeitreise verwickelt war und versehentlich in einer anderen Zeit oder Dimension landete, bevor es in unsere Realität zurückkehrte. Eine andere Theorie besagt, dass das Flugzeug ein technisches Problem hatte, zum Beispiel eine Fehlfunktion der Radaranlage, wodurch es vom Radar verschwand und erst später wiedergefunden wurde. Obwohl es keine endgültigen Antworten auf die Frage gibt, was genau mit dem Flugzeug passiert ist, bleibt es ein faszinierendes Rätsel, das uns daran erinnert, wie viel es in der Welt um uns herum noch zu entdecken gibt. Aliens, es tut mir leid, dass ich schon wieder... Ich muss es sein, der es euch sagt, die Aliens waren schuld, die haben das Flugzeug mitgenommen, zack, ein paar Jährchen zu viel, die Aliens haben gesagt, hupsi pupsi und haben sie wieder zurückgeholt.
Fall gelöst. Nummer 4. Wo ist mein Sheriffsstern, Alter? Platz 4. Das Verschwinden der B47 ereignete sich am 10. Auf der B47 Richtung Hamburg ist ein Stau auf der linken Straßenseite. Ein Geisterfahrer ist erpannen gekommen. Bruder, was heute mit mir los? 1956, als ein B47 Stratojet Bomber der United States Air Force während eines Trainingsfluges über dem Mittelmeer einfach verschwand. Okay. Die B47 gehörte zu einer Formation von 3 Flugzeugen, die von der MacDill Air Force Base in Florida gestartet waren und sich auf dem Weg zu einem Luftwaffenstützpunkt in Marokko befanden. Ja. Der Bomber hatte 2 unbewaffnete Atomkapseln an Bord, die im Kriegsfall eingesetzt werden sollten. Während des Fluges geriet die B-47 in widrige Wetterbedingungen und die Besatzung musste die Atomkapseln ins Mittelmeer abwerfen. Boah, Digga, ich verstehe bis heute nicht, wieso Menschen sowas bauen und so, Alter. Bruder, wollt ihr die Welt kaputt machen oder was? Warum baut man sonst so einen Müll, Alter? Macht das doch nicht. Anschließend versuchte die Besatzung zu einem nahegelegenen Luftwaffenstützpunkt in Spanien zu fliegen, doch das Flugzeug verschwand vom Radar und wurde nie wiedergesehen. In den letzten Jahren wurde vermutet, dass die B-47 zum Zeitpunkt des Verschwindens zusätzliche nukleare Komponenten an Bord gehabt haben könnte. Geisteskrank, what the hell? Nummer 3. Oder wie creepy, was für Sachen alles gibt. Okay, Platz 3 war jetzt. Varik Flug 967 war ein kommerzieller Flug, der am 30. Januar 1979 auf dem Flug von Rio de Janeiro, Brasilien nach Tokio, Japan verschwand. Aber sind die wirklich verschwunden? Ist das so belegt oder ist das nur so ein Mysterium, wo man redet und blöfft so? An Bord der Boeing 707 befanden sich 12 Besatzungsmitglieder und 153 Passagiere, darunter viele japanische Touristen. Das Flugzeug verschwand jedoch über den Pazifischen Ozean. Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Verschwindens ist die Tatsache, dass ein kleines Wrackteil des Flugzeugs fast ein Jahr nach dem Vorfall an der Küste Japans gefunden wurde. Oha. Die Wrackteile darunter, das war doch von Knossi, der Spot 7 was wild, oder? Ein Metallstück wurden an einem Strand in der Präfektur Kanagawa entdeckt, mehr als 8000 Kilometer vom letzten bekannten Standort des Flugzeugs entfernt. Okay. Dies deutet darauf hin, dass das Flugzeug eine beträchtliche Strecke geflogen ist, nachdem es vom Radar verschwunden war. Ja. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich an Bord des Flugzeugs auch eine beträchtliche Menge wertvoller Kunstwerke. Die Kunstwerke, darunter mehrere Gemälde des brasilianischen Künstlers Manabu Mabe, waren Berichten zufolge Millionen von Dollar wert und sollten für eine Ausstellung nach Japan gebracht werden. What? Neben den wertvollen Kunstwerken. Ich finde es immer sass, wenn so ganz aus Versehen so Flugzeuge und sowas, wo so übel teure Sachen drin sind, auf einmal verloren gehen. Ganz zufällig. Werken befanden sich auch 2 Flugschreiber an Bord, die wertvolle Informationen über die Ursache des Verschwindens hätten liefern können. Ja, die Flugschreiber wurden jedoch nie gefunden und ihr Verbleib ist bis heute unbekannt. Alles geplant, Bro. Alles geplant, safe. Nummer 2. Alles geplant, 100%, Alter. Platz 2. Northwest Orient Airlines Flug 2501 war ein kommerzielles Flugzeug, das am 23. Juni 1950 auf dem Flug von New York City nach Seattle verschwand. Das Flugzeug war mit 58 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord und verschwand irgendwann über dem Michigansee. Krass. Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Verschwindens ist, dass das Flugzeug zum Zeitpunkt des Verschwindens in relativ geringer Höhe flog, was die Ortung des Wracks erschwerte. Die relativ geringe Tiefe des Michigansees an der Stelle, an der das Flugzeug zuletzt gesehen wurde, machte es für die Suchmannschaften schwierig, das Wrack zu finden. Eine weitere interessante Tatsache über das Verschwinden ist, dass es am selben Tag stattfand, an dem ein schweres Gewitter in der Gegend wütete. Das Unwetter war eines der schlimmsten, das die Region seit Jahrzehnten heimgesucht hatte und könnte wohl möglich ein Faktor für das Verschwinden des Flugzeugs gewesen sein. Oder es waren die Aliens, Alter. Ich sag's euch, wie es tut mir leid, dass ich schon wieder sagen muss, aber die Aliens, Opa! D.B. Cooper ist der Name eines nicht identifizierten Mannes, der am 24. November 1971 ein Flugzeug vom Typ Boeing 727 entführte. Die Entführung fand zwischen Portland, Oregon und Seattle, Washington statt und ist eines der berüchtigtsten ungelösten Verbrechen der amerikanischen Geschichte. Während der Entführung verlangte Cooper $200.000 Lösegeld und 4 Fallschirme, mit denen er aus dem Flugzeug sprang, während es noch in der Luft war. Der Verbleib und das Schicksal von Cooper sind bis heute unbekannt und der Fall wurde nie wirklich aufgeklärt. Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Falles ist die Tatsache, dass es Cooper gelang, erfolgreich aus dem Flugzeug zu springen und vollständig zu verschwinden. Seine Identität bleibt ein Rätsel und hat zu zahlreichen Theorien und Spekulationen geführt. Krass. Einige Experten glauben, dass Cooper ein erfahrener Fallschirmspringer oder ehemaliger Militärangehöriger gewesen sein könnte, während andere vermuten, dass er über Insiderwissen in der Luftfahrtindustrie verfügte. Was war? Ich weiß es. Nee, soll ich euch sagen, was war? Er ist ein Alien. Wenn es euch gefallen hat, Like, dann schickt weiße Eule ab, Daumen nach oben, abonnieren, nicht vergessen und bis morgen eine Runde neu mal Breakdance. Woohoo, baby, baby, baby.